Jetzt, Eckert, hast du uns nicht schönes Wetter versprochen, wenn wir ja, hierher kommen? Aber hier funktioniert das nicht so wirklich. Schwabeländle. Das sieht aber nicht nach Schwabeländle hier aus. Das sieht eher ein bisschen nach Monaco aus. Ah, deswegen versteckt. Das ist ja so schick. Wow. Das war ein altes Bauernhaus? Nee, hier ist eigentlich der ursprüngliche Allgemeinarzt vom Dorf beherbergt gewesen. Aber die Wände sprechen nichts. Nee. Die schweigen. Nee. Und dann hast du es in schick umgebaut. Genau. Einmal umgebaut, einmal neu gebaut, sodass man es aushalten kann. Und der Teich ist, warte mal, das mal schützen. Ich habe gute Auge, weißt du? 25 Meter lang. 23. Aber 25 ist gut geschätzt, oder? Das ist nicht schlecht. Ich habe die Fliese zählt und habe gesagt, eine hat 50 Zentimeter. Nein, Spaß. Sehr krass. Genesis-Teich? Weil, was ich sehe, Boote abläufen und das Kimmer. Genesis? Genesis, jawohl. Der Teich auch? Nein, unter Anleitung gebaut. Von Genesis? Oder selber gebaut? Von den Bautigern, die hier am Bauen waren. Okay. Da hat man von demjenigen die Informationen bekommen und dann halt mal losgelegt. Krass. Wie viel Fische hast du da drin? Zwei? Ich bin jetzt schon ganz nervös. Ja. Nein. Also, wir sind noch bei 28 Stück. 28? Ja, wir hatten zwei Selbstmörder und zwei Krankheiten. Also waren es 32? Ja, wir hatten mal die in Japan selber ausgesucht. Warst du mit in Japan? Ja. Mit welcher Firma? Sehr interessant. Mit Kölle. Okay. Geil. War ein interessanter Ausflug. Kaum hören sie Kölle, kommen sie alle. Ja. die sind schon dressiert, aufs Grundstück kommen. In welchem Jahr warst du drüber? 17. Wie viel Züchter hast du besucht? Anfang 18. 4. Nur 4? Ja. War das nicht so die klassische Negat herumreißen? Zack, 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 zack. Ja, 4 waren es eigentlich, ja. Also, du hast nicht nur große Fische, du hast sehr ausgewählt, tolle Qualität. Und also ich vermute fast, dass du Konishi-Futter fütterst, oder? Ja, kennst du die Firma? Verfuchst du? Weißt du, woran ich sehe, dass du Stil hast? Mein was? Es gibt ja ein Detail. Aha. Dass du richtig Geschmack hast, dass das nicht nur das Haus gut ist. Mhm. Da ist eine Scheibe gerissen übrigens. Ja. Da war das ein Schmeck. Winter. Winter. Spannung. Ich kenne Abdeckungen in jedweder Form. Mhm. Und entweder haben die Leute dann, wenn sie diese Nobberfolie aus dem Schwimmbad haben, die ich jetzt aufgrund des dichten Abschließens der Wasseroberfläche nicht unbedingt verbauen würde, aber du hast einen riesen Teich, wenig Fische, kann man grenzwertig machen. Die meisten hätten sie in hellblau, in dunkelblau, in irgendeinem komischen Weiß oder sonst was drauf gedübelt. Mhm. Ja, oder hätte hier Balge drüber gelegt, steckt Doppelplatte drauf. Mhm. Aber du nimmst die einfach in dezent schwarz, dass wenn man hier reinläuft, dass es immer auch im Winter noch gut aussieht. Ja, das ist im Moment eigentlich eine Notlösung. Also hast du doch keinen Geschmack. Hier war so eine Art Rollladen drauf. Und das ist ganz schlecht. Und diese Firma, die hier in der Nähe beheimatet ist, hat da ziemlich viel Mist gebaut. Und heute streiten wir uns seit Jahr und Tag vor Gericht. Und lustigerweise in Deutschland bekommt man ja keine Termine mehr. Das heißt, jetzt sind wir im Herbst. Nach wie vielen Jahren? 3 Jahren, 4 Jahren streiten? Eigentlich war es schon erledigt, aber Berufung, die eigentlich nicht zulässig ist, wird heute bei Richtern auch wieder anders nachher gehandhabt. Und so lange haben wir halt im Moment die Lösung und sie ist halt doch energiesparend. Das, ist das muss man tatsächlich und sagen. Und auch wenn sie nur so dünn ist, das Ding, das macht viel aus. Ja. Aber das dahinter sieht auch nach einem Regress aus, deine Fliese. Ja. Haben die sich gelöst? Ja. Dieser Kleber dieser Firma hat sich herausgestellt, dass das halt nicht hält. Vor allen Dingen, wenn das Wasserthema immer dazu kommt. Soll ich was sagen? Die lösen sich auch bei mir. Ich habe so große Platten, so dick am Teich und die stehen auch so 10 cm über. Und einmal im Jahr passiert es, dass irgendein Besucher dran steht, nach vorne zu den Fisch guckt. Ja. Und bei deinen wird mir sofort reinfliegen, meine sind so schwer. Dann merkst du, wie sie nach vorne kippen, dann schreien sie dann aufs Glock. Dann gehen sie wieder zurück, dann rufe ich meinen Mädel und sage, du Mädel, da hat sie wieder eine von deinen Platten gelöst. Ja, ich komme vorbei, gleib sie wieder nach. Ich hatte das Erfahrung. Ich glaube, Wasser hebt das nirgends. Ich glaube, es gibt keinen Kleber. Also anscheinend gibt es einen neuen Kleber, gell?
Naja, neu ist gut. In 5 Jahren also, wissen wir, dass der zwar neu ist, aber auch nicht auf alle Ewigkeiten. Aber hoffentlich hält er dann 5 Jahre. Wie soll das gehen? Das schließt ja nicht komplett Plan ab. Jetzt geht Feuchtigkeit rein, die friert auf und irgendwann platzt die ganze Geschichte. Deswegen sind wir sehr gespannt. So, wir haben 23 Meter Länge, eine Breite von 5 Meter. 4,50 Meter. Genau. Tiefe von 1,50. 1,60. Wie viele Bodenabläufe? 6. Das können wir? 2. Eine grenzwerte gute Hydraulik. Aber hängt jetzt davon ab, was du für eine Filterkammer hast. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wo könnte die sein? Im Keller? Oder da haben die? Dahinter. Wie alt ist die Anlage jetzt? Knapp 5 Jahre. Knapp 5 Jahre. Also kein Corona-Kind. Nein. Nein. Würdest du noch mal so einen großen Teich bauen, wenn du jetzt alles in allem? Grundsätzlich ja. Wenn ich da das wüsste, was ich da gewusst hätte, was ich heute weiß. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Das man, Thema, sollte nie, das, man sollte das tatsächlich nie ohne vorherigen Schlaumachens. Aber woher hättest du wissen wollen? Als ich den Gedanken hatte, den Teich haben zu wollen, hätte ich tatsächlich mich erst mal hinsetzen sollen, um mal ein paar grundsätzliche Dinge zu klären. Okay. Und da bin ich halt als Laie rangegangen. Bin ich richtig hier? Ja. Oh ja. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und das Papier, der Filter. Ja, angeblich, ursprünglich wurde mal behauptet, das wäre Papier. Heute wissen wir, das ist halt mit viel Kunststoff. Das haben doch die von der Deponie erzählt, gell? Ja, nicht nur die, auch der Verkäufer irgendwann einmal. Okay. Und jetzt geht schon los, dass man ab der Hälfte abschneiden soll, weil angeblich das Getriebe, das nicht wirklich aushält. Also wenn es ganz voll ist, dass es weit... Genau, weil es wiegt natürlich schon einige Kilos, wenn die nass sind. Also normal, Gewicht fühlt sich bei mir anders an als bei anderen. Aber das, was wiegt die? 30 Kilo? 30 Kilo wird sie schon haben, ja. Riecht aber wie 50. Und dann, und dann hast du halt das Problem, jetzt schon bist ja, wenn es dementsprechend wirklich mal losgeht, dann bist du ja spätestens alle 3-4 Wochen am Rennen. Das mal 2 Filter. Da wirst du wahnsinnig. Das mal da wirst wahnsinnig. 6 Monate. Ja. Nee, aber ich kann dir sagen, die Firma Genesis baut heute keine, also wenn du direkt zu Genesis gehst, die bauen keine 120.000 Liter Teiche mehr mit Papierfilter. Oh, okay. Das hat man irgendwann mal gemerkt. Papierfilter sind Filter von kleinen Teich, kein Zugang, kein Neubau. Mhm. Irgendwie hab trübes Wasser, ich will meine Fisch sehen, ich will, dass meine Fisch besser geht, dann düble ich ein 500er, maximal ein 750er hinter das Gebüsch. Ja, und die Leute haben innerhalb, nee, die Fische haben innerhalb von 2 Tagen klareres Wasser und innerhalb von ein paar Wochen biologisch besseres Wasser und die Menschen partizipieren davon. Wir müssen ja erstmal die Fische betrachten, was die haben. Da ist der Papierfilter absolut sensationell, da ist es der schnellste, das ist das einfachste Plug-and-Play-System, du hast kein Abwasser, du hast nichts. Aber kein Mensch baut heute mehr einen 120.000 Liter Teich mit Papierfilter. Das ist, das ist komisch, wenn man neu baut und dann kurz drauf immer hört, du warst der Letzte, bei dem das gemacht wurde. Aber gut, jetzt sehen wir mal weiter. Ich kann da eins sagen, wenn ich in ein neues Thema einsteige, darum habe ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Da kommen noch viel schlimmere. Ich war dann der Letzte, der das noch gekriegt hat. Und 3 Tage später wird es dann auch noch verboten oder sonst irgendwas. Also ich werde dann noch mit Auflage belegt, die kein Mensch braucht. Also, aber man muss eins sagen, du kommst unter die Top. Wir waren aber schon bei weit über 1000 Teichen. Du kommst unter die Top 20, was Filteranlage, Geräumigkeit, das ist, was ich immer sage. Du hast Platz, du kannst dich bewegen. Man hat mit diesen Gitterrosten gearbeitet. Deine Filter sind gepumpt. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Ja, für alle, die mit dem Rücken Probleme haben, ist das natürlich geil. Du kannst da von oben arbeiten. Die Filter gibt es ja als Gravitationsversion. Dann hängst du da unten drin und da stand den Schatten. Ja. Das vergesst ganz. Ja. Also die Zugänglichkeit, die Sauberkeit, auch dass man hier mit Licht geschafft hat. Normalerweise hat man dann irgendwo einen Lichtschalter, überall Spinnwebe, Feuchtigkeit, Scheißdreck, ganz schlimm. Das ist sensationell. Auch die Genesis-Werbung da oben ist ganz geil. Das sind UV-Lampen, schätze ich mal. Ja. Sind Vorschaltgeräte für die UV-Lampe. Auch die Verrohrung, hunderte Verrohrungen.
Alles super, alles gut, toll. Vom Papierfilter rüber, die 200er, 150er oder 200 DN ISO. 160er Leitungen rüber. Also das sieht alles vernünftig aus. Du arbeitest im gepumpten System mit zwei Evo Greenstream. Hat man früher so gemacht. Heißt, die Pumpe saugt an den Bodenabläufen, respektive am Schema an, drückt es dann im Papierfilter und vom Papierfilter zurück per Schwerkraft im Ding. So, Nachteil. Diese Greenstream haben sogenannte Freistromrad-Laufradtechnologie. Es sind extrem schmutztolerante Laufräder, haben aber den Nachteil, dass der Wirkungsgrad, die Effizienz nach unten geht. Ja. Also die gleiche Wassermenge mit moderner oder mit einem anderen Laufraddesign, die gleiche Wassermenge auf die Höhe gedrückt, schaffst du heute auch mit Genesis-Pumpe mit einem Drittel der Leistung. Mhm. Ja, wenn nicht sogar nur mit einem Viertel der Leistung. Das ist der große Nachteil. Allerdings, wenn du im gepumpten System arbeiten willst, die es billiger machen, mit weniger Energieeinsatz, die haben den Nachteil, dass die Laufräder keine Schmutzverträglichkeit haben. Die brauchen also wieder einen Vorfilter. Ja. Darum macht man es normalerweise so. Erst im Schwerkraftprinzip durch einen Trommelfilter oder Papierfilter, das haben wir gesagt, das geht nicht. Und danach die Pumpe und dann hoch in die Biologie. Mhm. Das ist hier leider nicht möglich. Hier muss man sich mal überlegen, das Jahr hat ungefähr 8000 Stunden. Ja? Du hast hinten zwei Papierfilter und die zwei Papierfilter, sagen wir mal das Niveau, wenn ich das Wasserniveau im Papierfilter sehe und der Wasserstand ist ja irgendwo hier, haben wir 1 Meter. Ja. Du pumpst deinen Teich im Jahr einmal auf den Mount Everest hoch. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Wahrscheinlich sind das auch die Kosten, die da so uns fröhlich drücken. Das ist so. Was hast du Stromkosten? Verrätst du uns das? Insgesamt im gesamten Hausbereich mit diesen sind wir hier wahrscheinlich also bei 73.000 Kilowattstunden respektive Jesus Christus, Maria und Josef. 35.000 Euro. Das ist, wenn du das Haus abziehst, einfach zu viel. Viel zu viel. Geht gar nicht. Nee, aber da sind nicht zuletzt die Pumpen dran schuld. Aber die Genesis-Pumpen sind sensationell und in vielen Fällen haben die mehr als ihre Berechtigung. Und bevor Michael Rupp die entwickelt hat, hätte man aus der Industrie welche genommen. Ja. Und die waren aber nicht für die Größenklasse im Teich konzipiert, sondern der Industrie entlehnt. Die haben noch viel, viel mehr gebraucht. Ja, und waren so unfassbar teuer, dass das da wirklich... Wir haben ja deswegen, auf der Suche nach diesem ganzen Stromverbrauch, ist ja hier mittlerweile überall Zähler und sowas mit drin. Also keiner um weiß mal herauszufinden, wer ist eigentlich der Übeltäter. Und tatsächlich denken wir auch, die Pumpen sind der Übeltäter. Weißt du, was mir jetzt leid tut? Ganz ehrlich. Normalerweise, wenn man an solche Anlagen kommt, sind sie irgendwie zusammengedübelt, sonst irgendwas. Mhm. Und die Leute sind froh, wenn der Scheiß weg ist, aber dein sieht ja totschick aus. Also, eine ist sogar nagelneu. Also diese, das sieht alles super aus, aber ist natürlich nicht tragbar. Ja. Jetzt hat man... Wenn du das jetzt verändern möchtest, zwei Möglichkeiten. Wir müssen auf jeden Fall auf andere Pumpe kommen. Mhm. Da gibt es von Genesis heute ganz andere Technologien. Michael Rupp hat mir die letztes gezeigt. Mhm. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, die 100.000 Liter. Wenn wir nicht auf Höhe gehen, könnte der sicherlich mit weniger als 500 Watt umwälzen. Ja? So. Mhm. Dazu müsste man jetzt statt Papierfilter von Genesis einen Trommelfilter hier unter rein machen. Mhm. Ja? Jetzt ist es aber so, wir wollen ja den Teich circa einmal pro Stunde umwälzen. Ja. Und jetzt haben wir 6 Verbindungsleitungen. Bodenablauf, 2 Skimmer. Das ist eigentlich um 4 zu wenig. Oh. So, eigentlich brauchen wir pro 10.000 Liter eine Verbindungsleitung 110. Okay. Jetzt ist aber so auf der anderen Seite, je größer die Teiche werden, desto mehr kann man sich ein bisschen von diesem einmal pro Stunde entfernen. Mhm. Heißt im Umkehrschluss, man könnte jetzt sagen, man macht hier einen Trommelfilter rein und um den hydraulisch nicht zu überlasten, macht man wirklich 80.000. Mhm. Dann wird es von den Stromkosten nochmal geringer. Und da oben kannst du dann noch da kannst du deine Orangerie dann oben drauf basteln. Ja, man braucht ja was für die Pflanzen. Genau. Die hätten dann da oben schön Platz.
Das wäre die Variante. Ja. Also Trommelfilter hier unten rein, die 8 Leitungen drauf. Das wäre wahrscheinlich das Allergünstigste. Mhm. Ja? Wenn du die 100.000 umwälzen wolltest, oder die 120.000, dann könnte man sagen, man stellt den Trommelfilter, stellt man da oben hin, macht dann hier einen großen Bürstenfilter, der aber jetzt nicht den Zweck der feinen Reinigung des Wassers hat, ja. Das macht der Trommelfilter, sondern das ist quasi der Vorfilter für die Pumpe mit den anderen Laufrädern, ja, die nicht schmutztolerant sind, dass die quasi durchlaufen. Und dann hätten wir da aber wahrscheinlich insgesamt einen Niveausprung von 20 Zentimeter drin, mit dem ein Trommelfilter nicht funktionieren kann. Mhm. Wir hätten also zwischen Teich und diesen Bürstenfilter, ja, 20 Zentimeter und hinten drücken Pumpen rein. Aber wie serviceintensiv ist denn sowas? Dreimal im Jahr reinigen lassen. Okay. Gut, das wollte ich hören. Das lassen ist entscheidend. Genau. Aber durch die 20 Zentimeter, ja, pumpen wir es dann nicht nur, die wir mehr haben, pumpen wir es nicht nur auf den Mount Everest hoch, das Wasser, die 8000 Meter, sondern wir laufen zweites Mal noch bis zum Basislager. Okay. Weil das sind nochmal 20 Zentimeter und die brauchen auch Energie. Mhm. Also das Günstigste wäre wirklich Trommelfilter unten rein. Wir sagen, wir machen 80.000. Wie groß ist der? Grenzwertig zu klein.